Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück aus dem überfluteten Gewölbe und Tomb Raider 2013 mit Lara Croft in den Hauptrollen. Ja, kurzer Folgenrückblick wieder. Wie immer, in der letzten Folge sind wir hierher in eine alte Forschungsstation, also zumindest sieht das so hier aus, vorgedrungen. Und auf dem Weg dorthin haben wir Plüschspielzeug gefunden, also einen Hasen, ich glaube, der war von Millie, und eine Eisenbahn von Coco und dazu auch ein, sind zwei Kinder, glaube ich, und dazu ein Portemonnaie, wo die drin abgebildet waren. Dann hat sie sich gefragt, was mit denen nur passiert ist, die Lara. Dann haben wir. Ja, habe ich auch noch ein bisschen rumgeeiert hier mit den zwei Bojen. Ja, zum Glück gibt es ja Timestamps unter den Videos. Wie gesagt, also was hier, auch das könnt ihr wieder überspringen, indem ihr unter dem Video auf mehr klickt und dann Folgenrückblick überspringen zum Beispiel nehmt. Als erstes ist immer das Erste. Ja, wir sollen immer noch das Werkzeug für die grantige Alicia, ich sage immer nur Alicia, ich hoffe, die heißt so, für die grantige Alicia besorgen und sind auf dem Weg dorthin hier gelandet. In diesem Moment, wie heißt es denn jetzt ganz genau? Lagerplatz benutzen? Ja, das tun wir. Das überflutete Gewölbe. Es hat hier aber auch gemacht, hier wie ein geheimes Grab. Vielleicht ist das das auch. Also, wir werden sehen. Wir haben noch den Bogen ausgepimpt. Wir haben übrigens jetzt einen Compound-Bogen. Dem können wir ordentlich Schaden anrichten. Ja. Aber, genug der Rede. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier weiter. Hier hatte ich damals noch geschaut, letztes Mal. Das war nix. Aber hier oben gibt es dann eine Konsole. Und da wollte ich nicht mehr rangehen, weil das dann wahrscheinlich zu lang gedauert hätte für den Rest der letzten Folge. Aber jetzt können wir das ja tun. Mal gucken, was passiert. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Na toll, Lara, jetzt hast du das Wasser unter Strom gesetzt. Bist du an? Was die macht, der macht sie kaputt. Das gibt's ja nicht. Und jetzt ist auf jeden Fall das hier aktiviert. Ich kann das jetzt aufmachen. Na toll, das ganze Wasser steht unter Strom. Es muss einen Weg über dieses Wasser geben. Ja, ganz einfach. Mach den Strom wieder aus da oben. Wie das? Kann ich den Strom wieder abschalten jetzt? Oh nein, das war ja klar. Ist natürlich kaputt. Oh, nee. Na, hoffentlich gibt es jetzt nicht gegrillt Lara. Bei meiner Spielweise könnte das schnell passieren. Hinten haben wir nochmal wahrscheinlich wieder Schrot. Ja, ist Schrot. Sind wir voll. Das kann ich anbrennen. Nee, das treibt jetzt ab. Da muss ich bestimmt drauf. Da oben ist ein Seil. Und da hinten kann ich was kaputt schießen. Ah! Aber wie kann ich denn mit dem Ding fahren? Ich muss mich irgendwie ziehen. Da oben. Jetzt gehen wir erstmal da drauf. Da hupf jetzt da drauf, da dürfte ja nichts passieren. Dann nehmen wir unseren heiligen Bogen. Da können wir nichts anrichten, das können wir nur kaputt schießen. Hä, war ich da jetzt noch gar nicht drin? Da drüben. Moment. Wo bin ich da nicht reingegangen? Ist auch voll. Das ist wohl der Generator dafür. Was wir jetzt erstmal machen, ist hier mit der Schrotflinte ein bisschen Krach. Weil das muss wahrscheinlich sowieso weg. Nehmen uns auch die Mumpeln wieder mit, dass wir wieder voll sind. Und jetzt muss ich mit Sicherheit hier mit dem Bogen arbeiten. Also, ich kann mich aber eigentlich nur da oben dran ziehen. Was macht sie jetzt? Hä? Ach, Scheiße. Das ist doch nicht euer Ernst. Muss ich da hinten durchschwimmen, wenn das oben ist? Das Ganze sind nicht von mir verlangen, Freunde. Nein, das geht nicht. Kann man das nicht irgendwie festmachen? Oh, und das Gerätsel geht schon wieder los. Scheiße. Das schaffe ich doch nie und nimmer, das runterzuziehen und dann schnell da rumzurennen.
ich das zweimal ziehen? Einmal ziehen. Zweimal ziehen. Nee, das ist immer wieder nur dasselbe Scheiß. So, jetzt rennen. Das schaffe ich doch nie im Leben. Hä? Das muss ich mir mal von außen genauer angucken hier. Kann ich hier ra... Also ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich kann das Ding da. Das lässt sich doch bestimmt fahren. Verflixt. Ja, da wird es mir auch kalt. Angst und Bange wird mir hier. Du könntest echt mal ein bisschen mehr Tipps geben, Lara. Mann. Wenn ich hier runterlaufe, dann brutzelt es mich weg. Definitiv, das wird nicht. Aber ich kann doch das Ding hier ziehen, oder? Wo ziehen die das hin? Da ist schon gebrannt. Ah, Moment. Kann ich das hier herziehen? Lara, zieh das mal hier ran. Ich mach bestimmt Mist hier gerade. Das ist bestimmt nicht so gewollt, wie ich das hier mache. Bleibt das jetzt da stehen oder treibt das jetzt hierher? Ich kann das nicht da durchmachen, das geht nicht. Ich kann es aber auch. So würde ich auf jeden Fall schon mal darüber kommen. Mir das was bringt, ist zweitens auf die Seite. Das sind ja auch noch hier so komische Fallen, wo du dich durch... Ja, geh, hör auf zu brennen hier. Nee, du brennst mir das Floß ab hier, Freund. Jetzt probieren wir es noch ein Stück ranzuziehen hier. Mal gucken, was passiert. Wie weit sich das hier ranholen kann. Bin ich hier? Ah, aha. Ich würde das ja gerne irgendwie festbinden. Mach mal das mit dem Sprung da, um schnell rauszureden, oh jemine. Am besten von hier vorne, hm? Raus! Lauf! Mann! Du bleibst erstmal stehen und schüttelt dich! Alte Diva, das gibt's ja nicht! So, das haben wir jetzt schon mal überquert hier. Fallen wir bloß nicht ins Wasser. Sieh, hier ist nix. Relevantes. Ja toll, jetzt bin ich in einem Käfig gefangen. Was soll ich denn hier? Ich dachte, hier geht's weiter. Nixt. Der Raum, der bringt mir jetzt mal irgendwie gar nichts. Ich muss da rüber. Nee, da drüben, da bin ich ja... Hä? Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Jetzt bin ich hier auf der Seite zwar, aber... Eine Fackel bietet er mir an. Was soll ich denn mit einer Fackel? Jetzt bin ich echt überfragt. Leute, dieser Raum hier, der ist ja total sinnlos. Jetzt habe ich gedacht hier, juhu, schön, prima, aber... Bitte, kann ich hier irgendwas machen? Ich muss irgendwie sicher über das Wasser kommen. Ich muss bis dahinter. Die will mich doch verarschen, die Frau. Na toll, jetzt bin ich hier hintergekommen. Will nicht ins Wasser, Mann. Was soll ich denn aber mit Flammen? Warum bietet der mir... Kann ich den das Seil da irgendwie kaputt? Ne, das kann ich, das will ich nicht anzünden.
krass. Ich habe jetzt einen Griff oben am Gewehr. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Das wird immer härter, das Ding. Aber das bringt mich jetzt nicht weiter. Wir müssen wieder erst nochmal zurück. Ich muss das Floß. Von hier auf das Floß, oder wie? Das ist ja absoluter Nonsens. Ich kann ja auf dem Floß stehen. Aber hier hinten ging es doch gar nicht weiter. Oder habe ich das nicht gesehen? Na, das wird eine Folge jetzt, meine Lieben. Bis ich das raffe, ist die Zeit um von der Folge, glaube ich. Also, das ist ja... Hä? Rare. Ich muss irgendwie übers Wasser gelangen. Ja, ich... Kann man nicht einfach dieses Scheißding da abschießen? Ich das kaputt schießen? Nee. Ich hätte das sein können. Warum ist noch ein Schrot? Nee, dann wäre schon kaputt gegangen, glaube ich. Was will es nicht? Hauptsache, wir haben Krach gemacht. So ein Mist. Ach Quatsch. Oh, Lara. Zieh das Ding jetzt runter. Raus, 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 raus. Ich will das von der anderen Seite angucken. Das gibt's doch nicht. Ja, das hört sich so an, als wäre das so gewollt, wenn ich hier, dass ich hier bin, aber... Ich muss das irgendwie nutzen, das Teil. Aber ich kann es ja nirgendwo anschießen, dass ich mich ziehen kann. Da hinten komme ich nicht durch. Verdammt! Muss ich vielleicht das Ding ziehen und dass das hier drauf fällt, das Teil? Ist ja auch sehr, sehr... Ja, das wird die Lösung sein, meine Lieben. Ich hoffe, ich habe es jetzt so einigermaßen mit meinem Hirn herausgefunden. Komm, zieh das wieder runter und dann müssen wir darüber. Raus! Ja, und nicht wieder abtropfen und machen und tun. Zieh das Ding mal hierher, komm. Ah, schön, ja, so gefällt mir das. Ah, das ist ein bisschen blöd. Reicht das schon? Komm schon, schneller! Zieh das Ding da drunter! Ja, es geht doch! Gar nicht so doof! Wie ich immer denke. Aber wir mussten auf jeden Fall hier rüber. Wenn ich jetzt da reinspringe und dann noch so ein bisschen restflackern ist, Junge. Und die Haare zu Berge stehen, aber da. Da wäre ich stinkig. Ja, kann durch. Mehr war hier ja nicht, ne? Na dann. Hat ein bisschen gedauert, aber... Ja. Das ist ja bei mir immer so. Lara, cleveres Mädchen. Oh, hier kann wieder irgendwelche Schocker sind. Das ist ja dieses Überflutet. Die Musik, die macht es schon wieder nicht besser. Das ist nur diese komische Höhle. So, das überflutete Gewölbe haben wir gemeistert. Das war jetzt gar nicht so schwer. Messtabulator. Bergungsgut haben wir bekommen, ja.
Eins von zwei haben wir durchsucht. Hügelgräber fehlen uns auch noch eins hier. Und die Minenräumung fehlen uns noch sechs. Grüne neun. Dokumente fehlen uns noch zwei. Und Lager können wir auch noch zwei finden. Hm. Am Strand. Ist hier nichts weiter. Ist hier rumliegt. Ah, okay. Ja, toll. Jetzt kann ich aus dem Grab wieder raus. Habe ich bloß das Grab gemacht. Ich habe gedacht, hier geht's weiter. Ich habe gedacht, wir sind hier auf dem richtigen Weg, da wo ich hin muss. Naja. Ach, Quatsch. Na, dann springen wir mal hier raus. Warum? Warum machst du solche Musik? Ich habe gedacht, hier kommen schon wieder Gegner. Für Waffenfähigkeiten kann ich es durchführen. Ja, das machen wir schnell. Wir machen schnell einen. Wir pimpen mal schnell. Was haben wir denn zur Auswahl? Ich glaube, der Bogen ist schon wieder fertig, ne? Ja, den haben wir komplett durch. Mit dem kann ich übrigens auch Napalmpfeil schießen jetzt. Da bin ich mal gespannt drauf. Die Schrotze ist fertig. Da fehlt es mir noch ein bisschen. Und bei der Pistole, den Magazinschacht will ich haben. Wo war er? Hier. Somit ist die Pistole ja eigentlich auch wieder durch. Wir haben noch 168 Bergungsgut, das reicht nicht. Für ein weiteres. Aber egal, das Spiel ist jetzt hier gespeichert, das ist schon mal gut. So, wo geht's denn jetzt aber hier weiter? Hier hoch, oder wie? Hä? Da sind wir hergekommen. Hier geradeaus, das ging auf, weil wir hier, wir sind hier oben runter, oder? Nee, wir müssen wieder zurück. Weiteren Weg gab's hier nicht. Also okay, wir haben nur das Grab gelöst. Hm, auch nicht schlecht. Das war ja mal einfach diesmal. Wie gesagt, für Klaustrophobiker ist das hier nichts. Entschuldigung. Irgendwie Frosch im Hals heute. Was ist denn da los? Ja, aber wo geht's denn jetzt hier? Bitte was? Bitte wo? Also die Musik lässt einem ja so ein bisschen nichts Gutes erahnen hier. Ich hoffe, das sind nur meine Schritte. Wo müssen wir denn weiter hier? Hab ich nicht hochgekommen? Was sagst du uns denn hier? Der Weg grob geht in diese Richtung. Natürlich gehe ich erstmal hier runter. Ich glaube, hier war nur was. Ah. Wir nähern uns von unten. Oh, Spiel. Das heißt, wir müssen hier rüber. Ach du Scheiße. Da ist aber gar nichts zu schwingen. Also hier kommen wir wohl nicht rüber. Dann doch von da oben. Müssen wir wohl doch hier hoch. War ja niemand. Das ist jetzt echt schwierig. Nö. Das ist kackegal. Also von hier oben kommen wir nicht da lang. Wir müssen hier... Das schafft die doch nie im Leben, die Lara. Den Sprung. Verbrenn dich nicht. Ich versuche das jetzt mal, aber ich bin der Meinung, das schaffen wir nicht. Oh doch. Da waren wir gerade. Wo muss ich denn hin? Wir sind in einem Bunker gefangen. Da waren wir doch auch schon. Jetzt soll wieder da runter.
Hey, das glaube ich jetzt nicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt hier wieder runter. Erreichen Sie das Wrack der Endurance? Ja, das ist ja mein Ziel. Ach, weil wir hier das Grab rein sind. Wir sind jetzt erstmal wieder raus. Scheiße, wo ist denn das? Das ist ja mitten auf dem Wasser. Wie bitte soll ich denn da jetzt hinkommen? Ja, jetzt lotst du mich da lang. Na okay, dann ist ja richtig. Ist das da unten? Da unten liegt noch was. Liegt noch Bergungsgut. Ich hoffe, man kommt von oben ran. Na, ihr Schergen. Habt ihr eigentlich den Brandpfeil aktiviert? Ich glaube schon. Feuer, normal. Ich dachte, ich hätte Brandpfeile. Also. Oh, ey, hier muss ich wieder balancieren. Das ist jetzt hier wieder abs. Na, das kann ja heiter werden. Wir müssen auf diesen Balken hüpfen jetzt hier. Balancieren, 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 balancieren. Hoch da! Ah, du, erschreck mich nicht, du hässliches Ding! Das. Aber irgendwo muss ich mich doch festschießen können! Können wir da uns reinhacken? Ha, da machen wir es halt so! Okay, dann fahren wir mal darüber, dann muss ich wieder rechtzeitig E drücken. Oh. Hier komme ich auch wieder nicht durch. Da fehlt mir was. Aber was? Muss es ja andere Wege geben dann. Ach, schön, Strandsand. Mhm. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe, kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Hoshi, die Priesterin. Dachte immer, Hoshi, das ist ein Spruch aus Bill und Ted's verrückte Reise in einer Telefonzelle. Volle Kanne, Hoshi, ging's doch da immer. Naja, gut. Aber das kann auch eine japanische Priesterin sein, demnach. Geht kaputt. Lach da nicht noch was oben drauf? Dem Ding. Meine. Ja, wusste ich's doch. So, Bergungsgut haben wir. Das ist nicht möglich, leider. Da fehlt uns irgendwas. Also müssen wir hier weitergehen. Was anderes ist hier nicht. Gucken wir noch auf die Karte. Nicht, dass wir doch noch was vergessen haben. Nee. Haben das Dokument. Dann geht es wohl hier weiter. Bunker an der Klippe. Na toll. Was machen wir da jetzt am Bunker an der Klippe? Ich hab schnell das Handy lautlos gemacht hier. Frechheit. Okay, wir haben ein neues Lager entdeckt. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Wer schlachtet sie aus? Sind die Schergen hier an meinem Schiff? An unserem Schiff? Es geht wohl los. Mal ganz kurz gucken hier an Zwischenspeichern. Das macht er ja dann. Wir können nichts bauen. 198 Bergungsgut reicht leider nicht aus. Na dann. Oh, ich glaube, das war ein bisschen. Bisschen niedrig. Naja, wird schon reichen.
Moment. Wir müssen darüber, da oben Stacheldraht, die Schweine. Oh nein, jetzt kommt wieder der Tricksprung. Ich hoffe, wir können auch hier runter. Wir können auch hier runter gehen, aber warum? Für später bestimmt, um da wieder zurückzugehen. Ha, wir können alles. Der Sonnenuntergang, nee, Aufgang. Na, Lara, mal in die Stütze. Nach oben. Das geht gar nicht. Ach, sie kann das jetzt. Wie elegant sie rumgreift. So, hinauf mit dir, komm. Geschütz! Können wir das schießen? Können wir damit ballern? Ah, nee, können wir nicht. Guckt euch an. Naja. Das wäre dann nicht so toll, glaube ich. Jetzt sind wir auf jeden Fall. Das kriegen wir immer noch nicht auf. Jetzt können wir wieder abfackeln. Vorherige Bewohner. Abschließend für EP. 4 Flacken müssen wir finden. Eine haben wir. So, jetzt haben wir doch Bergungsgut. Ist jetzt. Ah, jetzt war natürlich das Lager da drüben auf der anderen Seite. Naja. So kann sie eigentlich den Schalldämpfer so nicht drauf machen. Und wenn ich so die Pistole nehme, hat sie ihn. Das ist ja schon komisch. Hier auch wieder raus. Bin ich hier in diesem komischen Bunker und kann nichts tun? Ach Mensch, da geht's doch weiter. Ja, so redet man nicht. Es ist bestimmt jetzt wieder so eine Aktion, wo ich mich von hinten anschleichen soll und soll dem das Genick brechen. Ich würde gerne wissen, wer wen sieht hier, bevor ich da rausgehe. Ich kann hier auch keinen Bogen ziehen, ich kann hier drin nicht schießen, warum auch immer. Wen zieht ihr rauf? Die ziehen da irgendein schweres Teil hoch? Darf ich das abwarten oder nicht? Nicht, dass das eine Atombombe ist. Ist hier gruselig. Oder ist das ein Wetterphänomen-Ding? Ich sehe es nicht richtig. Wir ziehen auf jeden Fall da was hoch. Lara in Hab-8-Stellung. Oh nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. So war das nicht gewollt. Okay, ich hoffe, ich bin jetzt nicht so weit weg von der Folge. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Warum hat denn die jetzt auf F den nicht das Genick gebrochen? Muss ich da E drücken? Probieren wir das mal gleich. Direkt. Wenn nicht, dann sterbe ich halt gleich wieder. Mach's lieber so. Ohne Frage. Aber wir haben letzte Woche schon alle Tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadionsflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Der Schweiß da oben? Ja, auch. Erstmal die Schweiße ausschalten vielleicht, hä? Sehen die das? Das hat einen Alarm ausgelöst. Von wem auch immer da oben. Heide neu. Da kann ich nicht mehr rein. Das geht nicht mehr. Ist nicht mehr gewollt. Scheiße.
Ich muss echt aufpassen, wen ich da ausschalten. Mann. Das ist ja eine miese Falle hier. Okay, also die konnte ich ausschalten noch. Die zwei Schweißer da. Aber den da hinten darf ich nicht wegnehmen, der da steht. Das haben sie gesehen. Und hier sind es mir auch zu viele. Es sind 1, 2, 3, 4. Da muss noch einer gegenüberstehen. Ich habe hier welche übersehen. Kann ich da hinten jetzt lang? Wenn ich da hochgehe, da bin ich doch bestimmt auch wieder voll unter Feuer. Ich hab meinen erschossen. Alles bestens. Setz nur den Generator wieder in Bewegung. Boah, der hat ihn voll hingerichtet. Echt das, wenn ich den von Schädel schieße? Zurück an die Arbeit. Ich würde ja gerne da hochgehen und gucken, ob die mich dann sehen da oben. Nein. Wo ist der? Wo ist der jetzt hin? So, jetzt bin ich schon mal ein bisschen weiter, glaube ich. Ich bin oben. Wo keiner von denen ist. Im Moment bin ich hier. Oh, das bricht bestimmt ein. So ein Zwischenspeicherpunkt wäre jetzt genial. Ich hoffe, das bricht nicht ein hier. Nee, das bricht nicht ein. Da hinten ist wieder ein Schweißer. Da auch. Ich weiß nicht, ob ich den schon wegnehmen kann. Wo sind denn die anderen jetzt hin? Es waren noch mehr hier unten. Da schleicht der andere Typ rum. Den ich überhaupt nicht leiden kann. Weil er wieder so eine hässliche Maske auf dem Kopf hat. Ja, jetzt steht er genau beim Schweißer rum. Ist noch weiter hier, welche rauszunehmen aus dem Spiel. Ohne Krawall. Es gab hier noch welche. So, jetzt haben wir uns verraten. Dachte ich eigentlich. Hier noch. Scheiße. Haben wir jetzt die Masse? Ja, ich warte nach. Wie viel kommen denn hier noch? Ja, geh einfach runter und leg sie um. Lass mich in Ruhe. Der Rundschau freigeschaltet.
Harmonisierung. Ich habe irgendjemand harmonisiert. Wie auch immer. Legt euch echt mit der Falschen an. Ihr habt's nicht anders verdient, ihr Drecksäcke. Ist ja krasses Gewehr geworden, Junge. Aber ich glaube nicht, dass hier schon alle weg sind. Ich habe keinen Bock, hier in eine Falle zu rennen. Und das Geklopfe macht es nicht besser. Ich fahre jetzt mal darüber. Oh, ich kann die Tür aufmachen hier, oder was? Die leuchtet doch. Ey, wieso leuchtet die Tür? Das ist wohl ein Fail. Boah, ey, war so klar. Boah, lass mal mit Seiten sitzen. Verrecke, Junge. Waffenverbesserung schon wieder. Boah, die macht schon Spaß hier. Die knifft der Junge. Die haut schon gut durch. Haben wir die jetzt alle erledigt hier? Sie packt die Waffe weg. Das ist immer gut. Mann, Mann, Mann. Aber was haben die hier versucht hochzuziehen? Diesen komischen Wettermacher oder was? Hier irgendwas versteckt, was ich... Ah, da war ich noch nicht dran, scheinbar. Den haben wir. Ah, jetzt gibt es noch eine Kiste. Jetzt habe ich den... Ah, Granaten? Ja, macht Sinn. Beile vielleicht auch wieder mitnehmen. Ah, das sind wir voll. Ja, haben wir aufgeräumt. Haha! Was war das? War er das jetzt, der da gerutscht ist? Der so einen Krach macht. Da oben waren dann aber noch die... Ja, die leisten schon gut Gegenwehr, hey. Da waren doch aber noch diese zwei anderen. Ich will hier ungern welche liegen lassen. Da war doch hier auf der Seite war doch noch ein Schweißer. Wie komme ich denn da hin? Kann man da gar nicht hoch? Das ist ja mies. Ich wollte da irgendwie hinklettern. Also das geht schon mal gar nicht. So, und von hier kann ich nur runterrutschen. Die Tür kriege ich nicht raus. Das ist wieder so ein Stahlteil. Und da dran zu hüpfen schafft sie nicht, glaube ich, da an das Schwingeding. Wenn man da überhaupt schwingen kann dran. Da hoch wird es auch nicht schaffen. Nee. Also das ist ein bisschen doof. Das ist schade, weil ich die jetzt im Prinzip... Kann ich die Tür rausreißen? Geht das? Komm schon, Lara. Jetzt schafft es. Mann, was fehlt mir denn da? Irgendwas muss ich noch... Kann ich das wegsprengen mit einer... Mit einer Granate? Okay, das geht auch nicht. Aber jetzt brauche ich wieder eine Granate. Geschenkt mal nicht. Einer da hinten. Oh Gott.
Der steht immer noch, aber jetzt nicht mehr. Du Pisser! Es geht wohl los! Laufen die mich hier! Du spinnst wohl! Sind das meine Schritte oder sind das jetzt andere? Ich bin schon wieder voll auf Verwacht, Mann! Jetzt habe ich wieder Munition verknallt hier! Lacht da noch was rum? Hier vorne! Verdammt! Nichts mehr da! Och, diese elenden Drecksäcke, Junge, das ist ja unbegreiflich! Das ist Schrumpeln, Schrotmumpeln hier. Der Seite ist auch nichts. Nee. Ah, hier. Der mich echt umlaufen, die Sau. Wie ist denn hier da nicht? Alter Schwede, ja, so ein. Speicher, der schießt! In Deckung, ein Eindringling! Kommt ihr da? Nicht von der Seite, bitte. Nimm jetzt hin! Die haben mich doch jetzt gerade angequatscht! Frage ist, von welcher Seite? War ja wieder klar, dass ich die falsche Richtung guck. Da drüben! Schießt im Erd! Gucken, wenn's geht. Was war noch einer? Jung, jung, jung! Stresst mich nicht so! So, jetzt können wir leise machen. Ich glaube, ich hab's. Die haben wir schon gelootet hier, die zwei. Und ich glaube, dass er das Spiel speichert auch, wenn ich hier das tue. Drei. Teile gefunden, Schrot finde. 2 von 3. Das TR-Zeichen ist erschienen, das heißt, es müsste hier weitergehen in der nächsten Folge. Eieiei. Wir gucken mal, ob wir jetzt noch hier drüben ohne Gegenwehr weiterkommen und dann einen richtigen Speicherpunkt finden. Wenn nicht, dann würde ich das Spiel hier beenden. Ach, ich hab's gewusst, da kommen noch mehr. Ja, da waren die beide kaputt, hä? Hier läuft aber noch jemand rum. Irgendwo schleicht hier noch wer rum. Ist das der, dem ich die Beine zerschossen habe? Krieg ich da jetzt da unten rum? Ups, sind die hingefallen? Ist er hier runtergefallen? Oh, das ist die Lara mit ihren Geräuschen. Das ist
glaube ich die Lara. Oh, Leute. So, da sind wir voll. Bergungsroute aufgenommen. Da haben wir wieder gespeichert, so wie ich das in dem Spiel verstehe. Und jetzt versuchen wir mal hier rüber zu kommen. Zum Glück hat es gespeichert, sag ich nur. Es sind wahrscheinlich noch mehr. Hat mir jetzt böse zugesetzt, der Sack. Das speichern wir gleich wieder. Das hätte ich fast vergessen. Nein. Zieh dich wieder hoch, bitte, Lara. Mensch. Ein ereignisreicher Weg. Huch, wo du da runterrammelst. Aber jetzt, soll man das noch angehen, aber das wird ganz schön lang wieder. Ich würde sagen, wir probieren's. Ich habe überhaupt noch keinen Plan, was ich hier tun soll. Oh, Alter, Verwalter, wie geil! Das ist so gut gemacht von den Grafikstilen. Oh, hier liegt alles voll. Ja, damit speichert das Spiel auch mit den Flaggen. Jawohl, super. Alles schön einsammeln hier. Jetzt haben wir 13 Schuss noch aufgesammelt, aber das hat er ja jetzt leider nicht gespeichert. Kann ich nicht noch irgendwas anderes? Verdammt, ich hätte vielleicht die Flagge später verbrennen sollen. Weil das ist dann wahrscheinlich nicht mehr da. Oh, wie gut es aussieht. Jetzt wäre ich fast runtergerammelt. Hammer! Man sieht Lara gar nicht. Alter Verwalter! Da haben sie echt geile Arbeit geleistet beim Spiel. So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier irgendwie weiterkommen, aber ich hätte ja gerne ein Lager. Ich würde sagen, mit diesem schönen Ausblick werden wir jetzt aufhören. Wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo, dass ihr dran bleibt. Ich bin gespannt, wie wir zu der Endurance kommen. Lara friert. Guckt mich blöd an, obwohl die Sonne so schön scheint. Also bitte. Mann. Kann man da drauf hüpfen? Nein, kann man nicht, aber damit müssen wir irgendwas tun. Das ist dieses schwere Ding gewesen. Ja. Habt einen schönen Abend. Ich bin dann raus für heute mit der Folge. Und wie immer auf meinem Kanal. Tschö mit Ö.